Was geht ab, Freunde? Weiter geht es mit einer neuen Folge Alan Wake 2. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Wie immer natürlich danke für eure Unterstützung bei den letzten Videos. Danke für den Support. Wir machen weiter. Wir haben jetzt den entgleisten Zug mit dem vermissten FBI-Agent gemixt. Ah, guck mal hier. Und schau mal, ob das das Richtige ist. Hallo? Jemand da? Tot. Hier sind auf jeden Fall die Fußspuren. Hier ist eine Hacke. Mach auf hier, komm. Boah, Alter. Was war das denn jetzt? Heiliger Bimmer. Ich sollte auf der Handelstafel einen Weg vorwärts suchen. Was hat er gesagt? Ich habe jetzt nicht zugehört. Ich habe jetzt hier am... Ich habe jetzt geballert. Handlungstafel nochmal ändern mit dem anderen, oder was? Ja, weil wir kommen hier auf jeden Fall nicht weiter, ja. Gut, dann nehmen wir das andere. Das neue Thema passte perfekt zur Geschichte. Mördercult. Ich musste dort sein, um sie zu sehen und zu verstehen. Nee, das zu verändern. Hier sind wir. Das ist so nice. Der Gang passte zur Szene. Haben wir jetzt hier hinten noch was irgendwie? Naja. Ne? Gut. Ey, Freunde. Wie schon erzählt, wie ich euch schon gesagt habe, ihr seht da selber an die Zahlen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr das unterstützen würdet. Die Leute, die das hier feiern und gerne gucken. Gebt gerne ein bisschen Gas, weil, wie gesagt, der Kult ich verstehe es nicht, warum das so schlecht ankommt, aber. Ein eiserner Käfig, der wenig später zum Sarg wurde. Da haben wir so ein Echo. Ja, wie gesagt, gerne unterstützen. Ich meine, die Folgen gehen ja lang genug, da hat man bestimmt kurz Zeit. 5 Sekunden sich kurz die Zeit nehmen. Ja, ihr wisst Bescheid. So, okay. Das ist der richtige Winkel. Ja, wir haben es fast. Sie fahren, Ma'am. Ab diesem Zeitpunkt wird die Geschichte des Kults wahrlich verstörend. Die Kultisten verfolgten die Fackelträger, die in den Tunneln lebten. Sie sperrten sie dann in einem entgleisten Waggon ein, übergossen ihn mit Benzin und... Naja. Wie schön. Dann wird eine Geistergeschichte daraus. Es heißt, der dunkle Rauch des Feuers zieht noch immer durch die Tunnel auf der Suche nach neuen Opfern. In dieser Stadt gibt es kein Happy End. Der Handlungsstrang fühlte sich wichtig an. Nutzbar für eine der gefundenen Szenen. Jetzt mal ernsthaft, ey, das sind ja wild inzwischen den Sprechern. Aber warum die Frauen überwiegend? Warum? Also, das hat sich ja richtig so angehört. Ja, lest mal vor im Unterricht so ein bisschen. Aber nicht nach. Sorry, ich will, wenn ich gemein klinge, aber das ist echt nicht gut. Sie war von der anderen Seite versperrt. Warte. Okay. Dieses Handlungselement würde die Geschichte vorantreiben. Der Weg vorwärts durch die Eingeweide des verbrannten Kadavers. Krank und verworren. Aber es funktionierte. Der U-Bahn-Waggon war völlig ausgebrannt. Ich konnte ihn durchqueren. Oh Gott. Will ich da durch? Ich muss da durch. Aber will ich da durch? Okay, hier sind aber ganz schön viele Sachen. Was ist das? Was ist dieser Kasten? Fragezeichen. Was war das bisher immer? Nicht, ja. Ah, das macht mich verrückt, ey. Wenn ich weiß, da ist was und ich finde es nicht, das macht mich verrückt, ey. Ohne Witz. Ich muss es haben. Ich muss.
ist denn das? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Sieht aus, als wenn er hinter dem Regal noch irgendwie was. Als wenn da noch so viel Platz ist. Ja, keine Ahnung. Keine Ahnung, was das sein soll. Ich weiß nicht. Na, gut, ja. Komplett crazy, ey. Komplett crazy. Okay, da ist irgendwas. Okay, Wort der Wirkung. Hatten wir das schon? Ja, ja, okay. Was heißt denn unmittelbare Umgebung, Nähe? Was heißt denn das? 3 Meter? 5 Meter? 10 Meter? Was heißt denn das? Das ist halt so... schwammig schon wieder, weißt du? Ich nehme das, dass sie mich schwerer entdecken können. Alter. Hey, jetzt bin ich hier wieder, oder was? Anfang? Ist das der... Oh, warte mal, wo bin ich denn jetzt? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. Worte der Besserung. Maximale Gesundheit. Nein, hoch. Ganz klar. Das kann auf jeden Fall absolut nicht schaden. Da weiß man auch wenigstens ganz genau, was das bedeutet, weißt du? Da kann man wenigstens nichts falsch machen. Alter. Ist hier noch irgendwas? Die Frage ist jetzt, die ich mir selber stelle, wa? Bei der anderen Szene. Bei den anderen Szenen, ob man jetzt diese anderen Sachen da mal ausprobieren sollte, weißt du? Ob der man da Pfad irgendwie... war versperrt. Irgendwie musste ich weiterkommen. Die Lichter würden mir helfen. Ob man da jetzt irgendwie welche, also irgendwelche Geheimnisse findet, weißt du? Das ist jetzt die Frage. Lichter helfen mir. Pack immer noch mal das Licht da rein. So, jetzt kurz gucken. Hier ist auf jeden Fall der Safe Room. Sehr einladend hier die Bilder an der Wand. Wo bin ich jetzt? Hm.
Ist eine Tür jetzt auf? Okay, anscheinend ist es richtig. Ja. Okay, gut. Ah, Leute. Okay, hier ist noch ein Fragezeichen. Ey, das ärgert mich übertrieben jetzt hier mit den ganzen Fragezeichen. Ne? Was da wohl für krasses Zeug ist, ey? Ist hier überhaupt was in der Ecke? Wahrscheinlich nicht, oder? Au! Ach, es ist meine Geschichte. Jo, da ist einfach nichts. Boah. Ich sehe halt gar nichts mehr, wa? Ich weiß gar nicht, wo ich bin. Lauf. Zieh dich, Junge. Okay. Worte der Macht. Pistole. Keine Munition verbrauchen. Die Chance auf 10% steigern. Ist eigentlich ganz geil. Jetzt ist halt wirklich die Frage, wo ich überhaupt hin muss. Ey, ich habe keinen blassen Schimmer mehr. Brauche ich jetzt das Licht, was ich da zurückgelassen habe gleich? Wie kann man dann hier rein jetzt? Die haben wahrscheinlich einfach nur darauf, auf das Ding, was ich schon eingesammelt habe, oder? Ja, okay, gut. Okay, Leute, ey, mein Gott, ey, diese Anspannung. Für mich ist, ich muss ehrlich sagen, mir fällt es noch schwer zu sehen, wo kann ich jetzt vorbeilaufen, wer grabt mich, wer ist ein richtiger Gegner, es ist irgendwie noch schwer, ehrlich gesagt. Ich habe ja keine Lust, ständig auf jeden einzelnen irgendwie eine. Jeder Hals schien eine Geschichte zu erzählen. Eine Ladung zu verschwenden, wisst ihr, was ich meine? Und das normale Zielen so nur mit der Taschenlampe, das dauert mir irgendwie auch zu lange, ich weiß nicht. Oh, hier, erstmal. Okay, Handlungstag. Eine neue Szene, eine neue Kulisse. Einsammeln können wir ja nichts, oder? Ah, hier ist offen. Scheiße.
Okay. Okay. Ja, Gent war Zeuge der Abartigkeit des Kults und lief davon. Okay, Mörderkult. Die Halle war zum Versteck des mörderischen Kultes geworden. Scheiße, ey. Ich fühle mich sofort bedrängt, war. Es ist geil, geil. Hier wartete der Kult auf den richtigen Zeitpunkt, um zuzuschlagen. Zieh dich, Junge, geh weg. Ach du Scheiße, Alter. Alan Wake. Alex Casey. Junge, es ist so crazy gemacht, einfach nur. Die Kultisten waren jetzt nahe. Eine dunkle Macht aus der Tiefe. Ihre Gesänge wurden lauter. Der Schreiber, nicht. Vom letzten. Der Schatten warf. Dritte Auge. Wirf die Nacht. Das ist deine Zeit, wenn du weg bist. Schriftsteller, das erste Wort. Nicht das. Letzte. Und der Schatten. Auge offen. Das ist dein Moment. Ritual. Freunde werden sich treffen. Nicht der Schriftsteller, das Licht. Schatten. Um zu schreiben und zu führen. Treffen wir uns. Komm schon. Der FBI-Mann hat hier etwas gesehen, das ihn zur Flucht trieb. Ob das Beschwörungsritual wirklich etwas Übernatürliches oder die Massenpsychose völlig verklärter Spinner war, die Fakten waren klar. Der Kult beschäftigte sich mit Dingen, von denen man die Finger lassen sollte. Das Ritual war ein wichtiger Teil der Sache. Der Schlüssel, um den Tatort zu erreichen. Okay, schließe das Ritual. Okay. Jetzt haben wir noch eins bekommen. Eine neue Idee. Ein neuer Strang. Ja, ja. Ich will aber trotzdem nochmal den Fackelträger ausprobieren. Die Geheimnisse der Fackelträger waren vor dem Kult nicht sicher. Es ist so geil gemacht, ey. Ey, selber schuld, wer das sich nicht reinzieht, selber schuld, ganz einfach. Ich finde es so geil, auch diese Verknüpfungen mit den anderen Spielen. Trotzdem kann man, ich finde, man könnte trotzdem Spaß haben, auch wenn man jetzt nicht jedes andere Remedy-Game kennt, so auf jeden Fall. Aber es hat Vorteile, sag ich mal. Es hat auf jeden Fall Vorteile. Aber es ist schon geil gemacht, einfach. Hier haben sie sich wenigstens mal was überlegt, weil es ist ja etwas, was du jetzt nicht so oft erlebst. Aber ich glaube, hier ist nichts, oder? Fackelträger was? Oder übersehe ich irgendwas jetzt? Eigentlich müsste man wirklich nochmal zu den anderen Orten gehen und da nochmal rumprobieren, oder? Um zu schauen, einfach was passiert. Das ist schon mega interessant. So, jetzt nehmen wir Beschwörungsritual. Der Kult praktizierte seine Rituale. Alter! Das kam auf. Das kam richtig krass rüber. Vielleicht weil es Englisch war. Das muss doch. Wake.
hau ab, ey. Aber... einsammeln können wir jetzt nicht, oder was? Oder übersehe ich jetzt gerade was? Schließe das Ritual im eingestürzten Tunnel ab. So, ja, ja, okay, gut. Das heißt, wir müssen einfach zurück zum Tunnel, ne? Oder kann man hier durch einfach? Ne, ist keine Tür, ne? Crazy. Echt crazy, Mann. Angespannte Stimmung hier, ey. Jo. Ich zünde! Meine Schüsse gegangen. Du bist in meiner Geschichte. Ja. Nein, du bist in meiner. Boah, alter Schwede. Geil, was sie reden die ganze Zeit. Das sind meine Worte. Ich sag's dir. Mr. Wake, das sind meine Worte. Ich werd's dir zeigen. Ja, es wäre geil, wenn wir die Schrotflinte langsam kriegen würden. Ja, okay, das war. Ich denke mal, das war jetzt zuletzt unmittelbare Nähe. Es wäre halt cool, wenn es da stehen würde, weißt du, damit du weißt. Oder die das andersrum machen würden, du machst 10% mehr Schaden bei Gegnern, die 3 Meter in deiner Nähe sind. Dann levelst du das ab, dann sind es schon 5 Meter und dann 10, so, wäre vielleicht auch ein bisschen klarer, aber egal, scheiße. Schnelleres Nachladen wäre super. Jetzt halt die Frage, sind wir jetzt hier richtig, ey? Und alleine diese Schatten an der Wand, ne? Offenbar nutzten nicht nur die Kultisten die Tunnel. Versteckte Zeichen führten zu geheimen Routen. Ich hörte bei den Feuertonnen immer wieder Geflüster über eine geheimnisvolle Untergrundorganisation mit geheimem Wissen. Typisch New York. Geh mir nicht auf den Senkel! Wieder richtiger. Das ist halt, wie gesagt, das ist halt das Problem. Wenn du einmal das drückst, ist halt eine komplette Ladung weg, weißt du? Ich will halt nicht für jeden Furztypen eine rausballern. Und wenn du so normal Seals. Das hier. Das ist auf jeden Fall einer. Zeig dich, ey. Auch einer.
Alter, Alter! Halt dich! Passiert. Ich habe mir doch so viel Lebensenergie gegeben, Bonus-Lebensenergie. Warum kriege ich trotzdem so viel Schaden, ey, mit einem Schlag? Also, warum ist es trotzdem die Hälfte meiner Energie, oder mehr? So ist es. Der Besserung. Ich muss sagen, mittlerweile bin ich bei jeder Tür, die verschlossen ist, froh. Das hatten wir schon, ne? Ja, das hatten wir schon. Wo ist denn der Anfang der Szene nochmal gewesen? Wo ist denn nochmal der Anfang der Szene gewesen? Was ist das denn? Was habe ich denn da jetzt wieder übersehen, ne? Hier. Direkt da vorne, da muss ja irgendwas sein. Was ist dieses Feuer? Ja, will ich es mal wissen. Ist das eine kleine Kiste oder? Das müsste ja hier irgendwo sein, oder? Ah, hier. Ja, damit. Moment mal, was ist das denn hier? Blendgranate. Das sind richtig dicke Boxen, Alter. Die bringt's ja richtig. Okay, eingestürzter Tunnel. Hatten wir das schon? Hatten wir das hier an der Stelle schon? Nehmen. Mein Werk beeinflusste die Realität. Glaube nicht. Ich vermutete, dass der mörderische Kult hinter dem eingestürzten Tunnel makabre Rituale durchführte. Alleine dieses Schattenspiel, wa? Der Kultist legte den Casey-Roman ehrfürchtig auf dem Altar nieder. Ihre verdammte Bibel. Dieses Zettel, das sieht so stylisch aus, einfach. Das hat so einen Style, so ein geiles Design alles hier. Okay, jetzt Fackel. The tree of knowledge, the tree of
life with its roots reaching down to hell. It could have been a Christmas tree for all the good it did him. Klingt schon geil auf Englisch, man. Die Herumtreiber hatten ihr Symbol in die Wand geritzt. Ein Geheimnis für Eingeweihte. Okay, jetzt das Letzte. Das Dunkel nicht hören. Es war fort. Hören? Wir konnten es nicht hören. Der Tunnel war jetzt offen. Ich gelangte hindurch. Lauf, lauf, lauf! Das Dunkel. Ich hatte es bereits gesehen. Ich erinnerte mich. Es war stets da draußen. Jagte mich. Alter Schwede. Ja, das einzige Problem bei den bei Alan Wake bisher ist die Soundermischung. Für die Videos ist es wirklich super nervig, weil ich richtig kleinteilig versuche, die ganz leisen Dinger so ein bisschen anzuheben, die ganz lauten ein bisschen anzupassen, weil es so eine super Range hat, so eine Bandbreite, sag ich mal, von ultra, 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 ultra leise, du hörst fast gar nichts, wenn die einfach nur laufen zum Beispiel, bis du gerade eben dir ballert das Hirn weg. Das ist ein bisschen nervig beim Anpassen der Videos, aber ansonsten. Ich fühlte mich meinem Zuhause so nah. FBI. Wer sind Sie? Was ist das? Wer sind Sie? Sie hört mich. Sie kann mich hören. Ich bin Saga Anderson, FBI. Ich bin Alan Wake. Ich sitze hier fest. Im dunklen Ort. Unter dem Cauldron Lake. Cauldron Lake. Sie. Ich versuche zu entkommen. Ich mache Fortschritte, aber ich bin in Gefahr. Das Dunkel. Hilfe! Bitte, helfen Sie! Ich spürte es. Ich war ganz nah. Hatte mir die Frau in der Vision geholfen? Etwas hatte sich geändert.
draußen. Parliament Tower, wo ich mit Alice lebte. Es war da. Und wartete. Okay, alles klar, okay. Wer schrieb wem? Wer schrieb dieses Gedicht? Ich? Nein. Der Verfasser des ersten Wortes, nicht der des letzten, mit dem Schrecken des Lichts und dem geworfenen Schatten. Das dritte Auge nun weiter aufgerissen, zur Projektion in der Nacht. Das ist der Moment, zu schreiben. Dieses Ritual wird dich weiterbringen. Deine Freunde werden ihn treffen, wenn du weg bist. Als ich den Tatort betrat, spürte ich, dass etwas in der Luft lag. Eine Bedeutung. Die grausame Emotion der Tat, wie eine Wolke des Zorns. Die toten Augen des Opfers starrten etwas Unsichtbares an. Und doch war man sich dessen Anwesenheit bewusst. Etwas war auf molekularer Ebene in diesen Ort eingedrungen. Es überlagert deine wertlose Existenz. Ein Rückschritt hin zu etwas, das du vergessen hast. Es markiert dich, macht mit dir eine Spritztour, treibt dich in den Wahnsinn. Sympathisch hier alles. Es ist schön, es ist fröhlich. Endlich mal ein buntes, entspanntes Spiel hier. Okay, wo hat er die Pistole gefunden? 15% Chance, keine Munition zu verbrauchen. Ich glaube, das ist ganz gut. So, okay, 15% ist okay. Wo zum Teufel sind wir jetzt hier eigentlich? Ach, jetzt sind wir da hinten oder was? Ja, krass. Das ist doch, die Station hatte sich verändert. Ich war jetzt näher dran. Jetzt sind ordentlich mal die Frames ein bisschen in den Keller gegangen. Jetzt auch schon wieder. Ein bisschen. Keine Ahnung warum. Parliament Tower. Unser Zuhause in New York. War ich wirklich so nah an meiner Heimat? Wäre ich zu Hause, wenn ich hoch in die Wohnung gehen würde? Oder war das nur ein Echo der Realität? Selbst dann hätte mich der Tatort der Flucht näher gebracht. Okay, keine Ahnung. Keine Ahnung, ob da unten noch bestimmt... Ich weiß nicht, was wäre passiert, hätte man das noch gemacht. So bei den anderen Plätzen das hin und her getauscht, weißt du? Wäre bestimmt ganz interessant gewesen. Ja. So, was ist das Ziel jetzt? Wir müssen ins Apartment gehen, ne? Ja, okay. Telefon, oder? Das Münztelefon an der Plaza klingelte erneut.
Hey, Alan. Schön, Sie zu hören. Ich dachte, ich hätte Sie wieder verloren. Wer sind Sie? Warum helfen Sie mir? Sind Sie tiefer vorgedrungen in den Übergang? Sprechen Sie vom Tatort? Ja, bin ich. Das ist fantastisch, Alan. Wir sind unserer Flucht näher. Wir machen Fortschritte. Ja, wenn Sie endlich meine Fragen beantworten würden. Beim letzten Mal waren Sie ziemlich besorgt um Alice. Waren Sie beim Parliament Tower? Und haben Sie sich vergewissert, dass sie entkommen ist? Natürlich kamen Sie raus. Deshalb bin ich hier. Das war doch der Sinn der Sache. Seien Sie vorsichtig, Alan. Das Dunkel stiehlt von Ihnen. Es kann sich bereits als Ihr Double manifestieren. Scratch wird... Halt, warten Sie! Hallo? Scheiße! Okay. Er meint jetzt, ob wir uns sicher sind, ob Alice entkommen ist, ja? Oder was? Ob sie wirklich es geschafft hat, oder was meint er jetzt? The Dark Place, ja, der dunkle Ort. Sag mal, die... Stand die beim letzten Mal hier auch schon? Nein, da war doch so ein Brunnen mit Wasser, oder? Zeit ist hier bedeutungslos. Wie lange versuche ich schon zu entkommen? Lange genug, dass Alice mich für tot hält. Vielleicht war er ein Opfer. Der Kult nutzte seine Worte. Oder er war das Monster hinter allem. Alice Wake, seine Ex, wusste jedenfalls etwas. Es war da, in ihre Kunst eingebettet. Ein Hilferuf. Die Dunkelheit, die sie gesehen hatte. Sie war in Gefahr. War Alice Teil der Geschichte? Irgendwie haben sie es mit hohen Gebäuden, ne? Guck mal, wie jetzt hier das Haar aussieht. Und der Mantel, also grafisch sieht das übertrieben geil aus. Also, wunderschönes Haar, da möchte ich dran schnuppern, ey. Nein, ich mach. Aber ich weiß nicht, wie gesagt. Auch diese Einblendung, auch das so, das hat mir schon in Control zu gefallen. Das ist Fotoausrüstung. Ach, das ist alles so stylisch, Mann. Mit der Tür verbunden. Das ist alles so stylisch, Alter. Ey, so eine habe ich auch von Amazon, Alter. Link in der Videobeschreibung, wisst ihr Bescheid. Was? Heftig. Ich weiß nicht, ey, die haben einfach so eine geile... Was geht ab? Verschwinde! Was ist jetzt los? Alice! Alice! Was ist jetzt los? Alice. Ach du Scheiße. Wähle die Fotos für die Ausstellungsposter. Das ist ein Foto von Scratch. Woher hat es Alice? Steigt er ihr etwa nach? Alter, wirklich, das ist ja schon sehr oldschool übersetzt, Alter. Mach doch einmal bitte die Tür zu, irgendwie fühle ich mich da wohler. Das Naruto-Zeichen. Die Tür zu meinem Arbeitszimmer. In dem ich geschrieben hatte. Das Symbol war vorher nicht hier. Hey, was ist das für eine Pornobutze? Heftig. Das würde reichen für meine Manga und Comics. Nee, würde es nicht. Das würde nicht reichen. Nee, ernsthaft jetzt. Nee, ich glaube nicht. Ach so, mit den Regalen, ja, dann schon.
Geile Bude. Geil. Alice's video camera. No memory card inside. Ah, guck mal, das kannst du sogar mit. Ah, so, das ist so eine Leinwand. Oh, geil, Mann. Chillig, aber ein bisschen nah dran, vielleicht die Couch. Hammer, Bude, Mann. Ah, wie viel Cash hat der gemacht, dass er so ein Apartment in so einem Riesenhaus in New York hatte? Ich bin einfach zu Hause geblieben. Was soll die Frauen etwas? Video, Kunst, Doku auf Bildschirmen. Fokus des dunklen Orts. Part 1. Teil 1. Woran hat Alice gearbeitet? Vielleicht wollte sie dich doch rausholen. Haben die kein Badezimmer? Okay. Ich mache mir mehr Gedanken über die Bude als um die Lösung. Warte, kurz. Hier verstecken so in Regalen, so Bücherregalen verstecken die ja immer ganz gerne mal so Hinweise, die Entwickler. Also allgemein. Vielleicht habt ihr ja irgendwas entdeckt. Okay. Wo war die Kamera jetzt? Zur Gewalt. Es war Alan. Aber jetzt war er ein Monster.
Er trug schon immer Wut in sich. Ich stellte überall in der Wohnung Kameras auf. Mit Bewegungssensoren und Blitzlichtern. Und jetzt, wenn das Monster kommt, verwandle ich es in Kunst. Meine Albträume auf Film. Und das ist der Schwerpunkt meiner neuen Ausstellung. Um klarzumachen, dass die Welt viel dunkler ist, als sie glauben. Der Name der Ausstellung ist der dunkle Ort. Alice. Scratch schüchterte sie ein. Warum? Ja, wie, warum nicht? Weil du alles getan hast, ihr zu helfen und er vielleicht dann auch besessen ist. Im Writers Room und schrieb die Geschichte Initiation, um mich durch den dunklen Ort zu projizieren, um weit in die Ferne zu blicken. Die Geschichte hatte mich hergeführt, aber ich kam nicht weiter. Ich war wieder am Anfang. Ich schrieb die Geschichte und in der Geschichte betrat ich nun den Writers Room. Doch da war niemand, der schrieb. Okay, fassen wir mal alles zusammen, Ellen. Die letzten 13 Jahre waren Sie in einer Albtraumdimension gefangen. Dem dunklen Ort, der wie New York aussieht, es aber nicht ist. Vom Grund des Cauldron Lake aus erreichbar, liegt aber nicht wirklich darunter. Und nun haben Sie es endlich da rausgeschafft. Ja, ja. Aber ebenso Ihr böser Doppelgänger. Mr. Scratch? Oder war es das Dunkel? Beides, es ist austauschbar. Er ist Scratch, wenn er aussieht wie ich, aber kann diese andere Gestalt annehmen. Und Scratch, das Dunkel, will die Welt nach seinem eigenen Geschmack umschreiben. Das würde zu Ihrer Vorstellung passen. Er sieht aus wie Sie. Und die Welt in einen Albtraum verwandeln. Während des Hirschfests, das schon in wenigen Tagen stattfinden soll. Sie entkamen durch das Schreiben eines Romans, die Seiten, die wir fanden. Doch ihr Double änderte ihn, machte eine Horrorgeschichte daraus, die ihrerseits die Realität ändert und die Menschen verrückt macht, den dunklen Ort nach Bright Falls bringt. Schätze, wenn die Fiktion mit dem dunklen Ort in Kontakt kommt, kann sich die Realität verändern. Die Geschichte wird wahr, saugt sich mit allem voll, wie die Dunkelheit bei Anbruch der Nacht. Doch letztes Mal... Das war 2010, oder? Ja, letztes Mal passierte nicht alles auf einmal. Die Geschichte wurde nach und nach Realität. Und das Dunkel war noch immer an den See gebunden. Ich konnte es aufhalten, bevor es sein Ende erreichte. Bevor es frei war. Und darum bleibt noch immer Zeit,
Und damit kommen wir zum magischen Lichtschalter. Der Trigger. Magisch trifft es nicht ganz. Scratch will damit sein Ende herbeiführen. Das darf nicht sein. Wenn ich den Klicker finde, kann ich ihn damit zum dunklen Ort zurückschicken und alles wieder rückgängig machen. Ich weiß, es klingt total verrückt. Die Erinnerung ist lückenhaft und ich weiß nicht, was ich glauben kann. Es ist wie ein halb vergessener Traum. Mr. Wake, Alan, wir haben in den letzten 24 Stunden ziemlich verrückte Scheiße gesehen. Ich möchte nur eines wissen. Warum kommen wir in der Geschichte vor? Ich habe sie gesehen. Eine Vision im dunklen Ort. Ich glaube, sie haben mir irgendwie geholfen zu entkommen. Damit hätte Scratch die Geschichte bearbeiten können, um sie zu finden. Und mehr noch. Wir sind alle in Gefahr. Es ist verrückt. Und es gibt so viel davon. Wow. Freunde, schreibt mir als Codewort Schuhkarton in die Kommentare, damit ich weiß, wer sich das komplett hier reingeballert hat. Eure Meinung auch gerne in die Kommentare. Ja, ich meine, das ist eine Stundenfolge, da gibt es einiges zu erzählen. Ich weiß gar nicht, obwohl mir fehlen auch die Worte. Sag ich so, wie es ist. Ich find's mega geil. Also das war bisher der beste Part, was passiert ist. Es ist eine Sache. Was ist das Blut? Hä? Was geht denn jetzt ab? Ist das hier Gedanken? Das habe ich mich schon beim letzten. War das letzte Part? Das habe ich, als wir hier zusammenkommen. Oder vorletzter. Als die zusammensaßen, sind die in ihrem Gedankenraum, Palast, Dingsbums? Irgendwie komisch, oder? Die Motten wieder. Oder die Mücken besser, oder hier doch, Motten. Das war doch auch ein Ding, glaube ich, war bei Control. War das nicht so? Ich weiß es nicht mehr. Glaube ja. Gut, ey. Ich wüsste auch nicht, was man sagen soll. Außer krass. Krass. Wir hören uns beim nächsten Mal. Wie gesagt, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr das unterstützen würdet. Ihr seht ja an den Zahlen. Dementsprechend, ihr zuschaut, würde ich mich sehr, wie gesagt, freuen, wenn ihr das supporten würdet. Also, haut rein und tschüss.